Hallo, willkommen, ich bin der Max und für mich geht die Reise weiter. Ich gehe nämlich nach Barcelona für 6 Wochen. Was ich dort machen werde und wie der Plan ist, das erzähle ich euch dann vor Ort in einem anderen Video. Aber dass ihr mal wisst, diejenigen auf Instagram, die mir da folgen, die wissen das eh schon. Es wird nach Barcelona und die Umgebung und die Ecke und so gehen für 6 Wochen. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal wieder so ein Travel Essentials Video mache, was ich einfach mitnehme. Und ich reise nur mit Handgepäck. Das heißt, ich erzähle euch jetzt alles, was ich so dabei habe, was mir wichtig ist beim Reisen, was ich auch auf der Weltreise so gelernt habe, was ich jetzt überhaupt brauche zum Reisen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Falls ihr Tipps für Barcelona habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin da noch super offen, was man da alles erleben und machen kann. Wenn ihr Lieblingsrestaurants habt, Lieblingsorte, pumpt die mir alle unten in die Kommentare rein. Ich würde mich mega freuen, die zu entdecken. Was sich auf jeden Fall bewährt hat, war dieser Duschbag Hugger. Der ist 30 Liter und hat genaue Handgepäcksgröße. Das heißt, den kann man immer als Handgepäck mitnehmen. Der wiegt ungefähr ein Kilo und ist halt super, super gut zu organisieren. Deswegen, der muss auf jeden Fall mit. Ich habe übrigens auch alle meine Travel Essentials in so einer Storefront, wo ihr die einfach übersichtlich habt. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox rein. Da ist es sauber und ordentlich, genau die Produkte, die ich habe, für euch aufgelistet. Wir fangen bei den wichtigsten Sachen an und natürlich sind es Klamotten. Ich habe alle meine Klamotten hier drin, also fast alle. Das sind eine Hose, eine lange Hose, eine kurze Hose, zwei Pullover, ich glaube 5 bis 6 T-Shirts und das war's eigentlich. Das Teil wiegt ungefähr 1,5 Kilo, bisschen mehr. Und natürlich das, was ich noch am Flug anhabe, das habe ich mir hier rausgerichtet. Man sieht schon, okay, das ist auch so ein Riesenbeutel. Das heißt, ich habe natürlich die kleinen Sachen mitgenommen, die kleinen Pullover hier reingetan und den fetten Pullover ziehe ich an, die dicken Socken ziehe ich an, die größte Unterhose und Gürtel, das nehme ich alles nicht ins Handgepäck, das ziehe ich an. Was man anzieht, muss man schon nicht irgendwie schleppen und zählt nicht auf die Kilos im Koffer. Meine Unterwäsche habe ich hier drin, sind für 7 Tage, also 7 Unterhosen, 7 Socken, mal kurze Socken, mal lange Socken, halt das je nachdem. Was ich aber hier so praktisch finde, sind allein diese Packs einfach, und damit das nicht so unordentlich wirkt. Und deswegen finde ich die auch super wichtig und das hält es halt auch kompakt zusammen. Sonst würde das niemals in so eine kleine Ding reingehen, wenn das einfach nicht noch zugeschnürt ist. Also da ist so richtig Druck drauf. Weil ich mit meinem Flug aktuell dieses Handgepäck aufgeben muss, mache ich das da oben rein. Das darf maximal 10 Kilo wiegen bei mir, aber ich hoffe, wir sind runter. Schauen wir nachher auch mal. Dann, was ich auch immer dabei habe und auf Weltreise mega wichtig war, war dieses Handtuch, einfach so ein Mikrofaserhandtuch. Gibt es mittlerweile eigentlich auch ganz coole nachhaltige, die habe ich aber noch nicht gefunden und ich hätte gerne ein bisschen größeres, aber momentan nutze ich das noch, solange es noch funktioniert. Aber das wird irgendwann mal abgegradet auf ein bisschen besseres. Falls ich dann besseres finde, verlinke ich es auch in die Storefront schon mit rein. Das tut es auf jeden Fall aber auch. Dann habe ich hier einen Beutel mit Elektronik, da ist meine ganze Elektronik drin, plus in die Laptoptasche vorne rein geht auch noch ein bisschen Elektronik. Und da habe ich Folgendes dabei. Einen elektrischen Rasierer, der ist neu, meiner ist ja kaputt gegangen auf der Weltreise, deswegen ein neuer. Eine Powerbank, da will ich mir eigentlich auch noch eine neue holen, aber ich dachte mir, ach, die reicht noch. Noch funktioniert sie einigermaßen, aber auch nicht mehr so gut, aber die behalte ich jetzt auch mal noch. Ganz wichtig, ein Travel Adapter. Und da finde ich es so cool, der hat hier so USB-Dinger dort. Und ist halt wirklich für jedes Land geeignet, deswegen sowas mega gut. Gerade dann kann man mehrere Sachen aufladen. Dann natürlich ein paar Ladekabel für Handy. Ich habe ein iPhone, Powerbank, AirPods und ja, das war's eigentlich. Ich brauche noch so einen Adapter für meinen Laptop, dass ich da USB und so anschließen kann und ein HDMI-Kabel, weil ich finde es ganz cool, wenn man dann mal einen Film guckt, dass man das auf dem Fernseher oder so anschließen kann. Hat sich auf der Weltreise auch bewährt. Das ist auf jeden Fall wert mitzunehmen bei mir. Und hier versteckt sich noch eine Festplatte drin, einfach weil ich da meine Videodateien und sowas habe, weil der Laptop dann irgendwann doch Platz von der Speichergröße her. Dann meine AirPods und mein Handy. Ich filme natürlich gerade mit meinem Handy, deswegen jetzt nur symbolisch das alte Handy, das ich nicht verkauft bekommen habe bisher. Genau, die zwei Sachen noch. Und das war alles an Elektronik. Ich nehme keine Kamera mehr mit. Ich mache alles mit meinem iPhone 13. Das sollte reichen. Ich brauche nicht so viel und die Quali ist mittlerweile so gut, dass das kaum noch einen Unterschied macht. Oder hat sich schon jemand mal über die Bilderqualität auf meinem Instagram beschwert? Nein, die fragen alle, von was für eine Kamera ich das mache. Das ist halt einfach ein iPhone 10 gewesen die ganze Zeit. Die meiste Zeit zumindest. Die andere Kamera, die Sony Alpha, haben wir verkauft, weil, ja, wir haben sie gemeinsam gekauft. Jetzt sind wir nicht mehr gemeinsam auf Reisen. Keiner wollte sie behalten. Die war zwar gut, aber uns ist halt auch aufgefallen, wir haben die viel zu wenig genutzt, weil da musst du immer die Kamera mitnehmen. Und wir machen einfach lieber Fotos mit den Handys. Ist halt einfach einfacher, praktischer. Und die Qualität ist trotzdem super. Dann habe ich hier noch eine kleine, aber feine Reiseapotheke, wo einfach ein paar Ibus drin sind. Mal Antibiotika, falls man da wirklich mal was braucht. Und mal ein bisschen was gegen Durchfall.
eine Aspirin und das war es eigentlich großteils. Ich habe eigentlich außer Ibuprofen auf der Weltreise nicht viel gebraucht davon. Deswegen ein bisschen was habe ich dabei, aber man braucht da auch nicht so viel. Und wenn man was braucht, dann kriegt man es ja eh verschrieben oder ja, ihr wisst, wie ich meine. Also da muss man auch nicht übervorsichtig sein. Ein paar Sachen, dass wenn man mal Kopfweh hat oder wenn es mal einmal nicht so gut geht, dass man vielleicht nicht gleich das Haus verlassen muss, wenn es noch geht. Und der Rest, ein paar Pflaster sind mal drin, aber wie gesagt, man braucht da eigentlich nicht so viel. Dann dieser Pack, der ist eigentlich, könnte der auch kleiner sein, weil man muss tatsächlich nur für über die ersten Tage kommen und dann gibt es ja vor Ort eh was zum Einkaufen. Also bei solchen Sachen, also so Pflegeprodukte, würde ich halt wirklich nur die mitnehmen, die ihr sonst in den anderen Ländern wahrscheinlich nicht bekommt. Wenn ihr halt eure eigene Gesichtscreme habt oder ich zum Beispiel, ich habe immer dieses Gel und das habe ich in keinem anderen Land gefunden auf der ganzen Welt. Und deswegen habe ich natürlich kein volles mitgenommen. Ja, aber ansonsten alles andere findet man eigentlich in anderen Ländern auch. Dann hier mein Lufthansa Business Ding jetzt. Wir sind gar nicht mit Lufthansa Business geflogen. Ich habe es trotzdem. Da sind noch ein paar Sachen drin, ein paar Essentials, so Krimskrams würde ich mal sagen, aber das braucht man halt auch hier ab und zu. Wie zum Beispiel eine kleine Schere, die darf man tatsächlich, glaube ich, sogar ins Flugzeug mit reinnehmen, im Handgepäck, also falls ihr es nicht aufgeben dürft. Ich habe noch eine Nagelzwicke und eine Pinzette. Das sind einfach so Sachen, die sind immer ganz gut, wenn man sowas dabei hat. Dann eine Schlafmaske und Oropax. Ich brauche sie meistens nicht, aber es gab schon mal Nächte, da war ich ganz glücklich um die und man weiß nie, wo man so schläft, wo man so hinkommt, deswegen für Notfall. Dann habe ich hier noch eine frische Bambuszahnbürste, einfach weil die noch dabei war und einen Kamm. Ein Fieberthermometer, gerade braucht man ja in solchen Zeiten auch immer mal wieder und dann ist es schön, wenn man einen hat, wenn man sein Fieber messen will. Und ich habe noch eine Voltaren Schmerzgel dabei, falls ich mich mal stoße. Und das ist noch von Mexiko übrig, deswegen dachte ich mir, ach ja, das nehme ich auch noch mit. Und eine Zahnseide, weil ich hatte so Zahnschmerzen und sollte Zahnseide benutzen, deswegen habe ich noch Zahnseide dabei. Dann, was ich natürlich brauche als hier Influencer, Blogger, Videomacher, ich brauche natürlich ein kleines Stativ. Ich habe mir ein ganz leichtes jetzt bestellt, ein ganz kleines leichtes fürs Handy. Das habe ich euch auch mit verlinkt. Ist praktisch, habe ich jetzt hier schon genutzt. Und tut auf jeden Fall für einen Zweck und ist auch nicht allzu teuer gewesen. Das muss einfach mit rein, weil es gehört halt zum Job dazu. Hier habe ich noch ein kleines Beutelchen, kleines, sehr kleines Beutelchen mit Schmuck. Das sind zwei, drei Armbänder dabei und sowas. Auch nicht super notwendig, aber ach, man möchte doch manchmal auch sich ein bisschen hübsch fühlen und deswegen habe ich da sowas dabei. Dann noch mein Geldbeutel, der ist ziemlich prall gefüllt, aber der kommt ja in die Hosentasche über den Flug und dann, ja, da ist so ein kleiner Geldbeutel noch mit drin. Und meine ganzen Karten, meine Santander-Kreditkarte, meine Amex ist da drin, mein Priority Pass, solche Sachen und ein bisschen Bargeld. Aber ja, so ein paar Girokarten noch. Alles, was ich halt so brauche an Karten. Hier ist noch ein Mäppchen mit Travel-Dokumenten, wie zum Beispiel Reisepass, Impfpass und Pass. Den kann ich auch mal da rein tun. Neuerdings ganz wichtig, mein Journal. Das ist auch schon wieder super voll. Da kommen auch in Zukunft jetzt noch Videos dazu. Ist mir super wichtig geworden und passend zum Journal auch noch ein Buch. Vielleicht kriege ich noch ein zweites Buch mit rein. Ich habe von der Reihe schon die ersten zwei gelesen. Das ist jetzt das dritte. Kaffee am Rande der Welt. Inspiriert mich total und erfahrt ihr mehr in anderen Videos, die jetzt dann auch bald kommen. Genau, was habe ich hier noch rumliegen? FFP2-Masken, man weiß ja nie. Und was ich auch noch so in die Seitentasche stopfe, und jetzt lacht ihr mich bestimmt gleich aus, das ist ein Hüpfseil. Ich will ein bisschen mehr mich sportlich betätigen und ich brauche irgendwas, was für mich ein bisschen mehr Sinn macht. Und Hüpfen ist ganz cool. Ich versuche das mal. Das steht auf meiner To-Do und das kann ich vielleicht auch gut umsetzen, dann ein bisschen Sport zu machen. Und tatsächlich, weil ich ja noch ein zweites Gepäckstück unter meinen Sitz nehmen darf, ich versuche aber, dass der auch erstmal in den anderen Rucksack reinkommt, also dass es das so eine Kombination wird, so, hey, ja, wenn ich meinen Laptop und so rausnehmen muss und den aufs Flugzeug nehmen kann, dann nehme ich dafür den und den Rest da rein. Ansonsten, wenn ich dann wieder aus dem Flugzeug aussteige, kommt das Ganze wieder in den anderen Rucksack, sodass ich eigentlich nur einen Rucksack habe. Aber so ein Tagesrucksack ist halt auch immer nicht schlecht, weil sonst, wenn du irgendwelche kleinen Ausflüge machst oder in der Stadt unterwegs bist, brauchst du immer den großen Rucksack und da ist sowas Kleines auch ganz gut. Wenn das bei euch nicht mehr reinpasst, dann habe ich eine Alternative für euch. Und zwar, ich habe hier noch so einen coolen Pokémon blaues Team YouTube-Beutel. Das geht natürlich auch, so ein Gymbag und würde auch gehen und ist sehr platzsparend. Oder auch zum Einkaufen ist sowas mal ganz praktisch. Und wenn es noch reinpasst, ein zweites Paar Schuhe. Ich werde mir nämlich so Stiefel anziehen auf dem Flug und so Sneaker wären eigentlich noch ganz cool. Und ich hoffe, die kriege ich noch rein ins Handgepäck. Das werden wir jetzt mal gleich gucken, weil ich jetzt gleich mal das ganze Zeug packe und wiege und hoffe, ich kriege alles rein. Ich habe schon so ein bisschen vorgepackt, dass es sollte funktionieren, aber man weiß ja nie. So, soweit habe ich alles reingebracht. Laptop alles schon drin und der andere Rucksack auch. Wie gesagt, das kommt aber dann nochmal raus. Wir wiegen den jetzt gleich. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe natürlich so ein kleines Schälchen immer dabei. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil ich ja so oft Halsschmerzen bekomme.
Und auch einen großen Schal und eine Jacke und so. Also alles Schwere ziehe ich natürlich auf dem Flug an. Dann schauen wir mal. Also er dürfte maximal 13 Kilo wiegen. Wie gesagt, ich kann es ja nochmal aufteilen. Aber so 10 wäre ganz gut. Ah ja, 10,6. Perfekt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da und macht es gut. Bis zum nächsten Mal in Barcelona dann. Nee, ihr seht noch andere Videos von hier, von diesem Hintergrund. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden in Barcelona. Bye bye.